ist am Ruder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Da vorne im Nebel ist irgendetwas. Schotendicht, halbes Segel. Ein Geisterschiff. Es kommt auf uns zu. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Die HMS Prince. Hier sehen Sie ganz kurz ein Geisterschiff. Ob da wirklich Geister drauf sind, wir finden es vielleicht jetzt heraus. Im Nebel. Die HMS Prince. Legendäres Schiff. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein Rammvogel wie das letzte Schiff. Ja! Rückzug. Rückzug. Erwarten Befehle! Feuer! Ja, alle Segel reffen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Sind bereit, Sir! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschaut! Feuer! Schießt! Ja, schießt auf es drauf! Feuer! Feuer! Oh, das könnte klappen. Das Messer können Sie ablegen! Feuer! Aber nur vielleicht... Oh, oh, oh! Was ist passiert? Oh, ich hab wieder auf die Karte gekommen. Feuer! Nein, guter Treffer! Würde ich gerne, aber das kann ich nicht. Haltet euch fest! Schwer beschädigt! Feuer! Das Flicken! Feuer! Machen Sie verwundbar, Captain! Feuer! Wir wurden pushen! Oh, Feuer! Das wird Kopf an Kopf rennen, glaube ich. Schießt! Feuer! Nein, guter Treffer, können Sie lachen! Feuer! Oh, 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 oh. Feuer! Alles auf jeden Fall machbar jetzt mal. Mehr als nochmal. Jetzt sind wir, glaube ich, mit guter Position. Bereit zur Feuer! Macht euch bereit! Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter! Feuer! Solltet gern schwimmen! Geht's unter? Können wir nicht entern? Ich scheine es nicht entern zu können, das ist sehr schade. Aber wir haben ein legendäres Schiff besiegt und wurden fast dabei auch besiegt. Schade. 20.000 Reales. Ja, irgendwie mehr als Geld bringt's nicht, ne? Ah, du bist mit Piratenschiff. Was hast du dabei? Nix. Holz, rum. Nichts dabei, aber wir haben immerhin das Schiff haben wir kaputt gemacht. Ne? Das war ein hitziges Duell, aber wir haben es so gut wie geschafft. So, wie viele Aufträge hast du denn hier? Einen. Oh, ich habe gar nicht hier alles aufgesammelt. Dann gehen wir direkt mal von hier aus zur Assassinen-Mission. Das klingt doch mal gar nicht mal so verkehrt. Auf der Weltkarte können bereits besuchte Orte und synchronisierte Arbeits... Ja, bla bla bla. So, dann gehen wir doch mal hier drauf. Hallo. Ich habe ein legendäres Schiff vernichtet. Aber gut zu wissen, wir können auf jeden Fall nichts machen, was wir... beziehungsweise wir können nicht viel machen, um sie zu kentern. Das geht nicht. Finde ich schade. Seid grußfrei, Freibeute. Ein spanisches Schiff hat sich unrechtmäßig einiger Waren bemächtigt. Nun habe ich zwar... Was? Nun habe ich die entsprechenden Dokumente, die dies beweisen, zwar gerade verlegt, doch diese Waren gehören rechtmäßig mir. Seid versichert, ich entlohne euch angemessen, wenn ihr mir diese Waren zurückbringt. Unterzeichnet Mühle von der Graf. Ob der wirklich so ehrbar ist, ich weiß es ja nicht. 60 von 60? Gut. Holz erbeuten. Ja, na gut. Machen wir das halt so. Treibholz. War ja relativ einfach, würde ich sagen. 800. Dann können wir das nächste Mal nämlich in Ruhe gleich hierhin mal latschen und diese Insel noch befrieden und erkunden. Und dann war's das für diese Folge. Auf hast du wieder. Gerade ist angefangen, das ist schon wieder. Folge ist vorbei, ne, dieser Drecksack hier. Emma, macht er das? Warum tut er das? Nicht das von hier, ist jetzt von hier. Würde ich sagen, dann kann ich auch direkt hier hinlatschen, ne? Ist okay, ist okay. Kann ich hier irgendwie raufklettern? Du kannst nicht. Nein.
Ah, von hier. Okay, dann gehen wir halt von den Fässern hier dran, wenn der halt dich da festhalten kann. Guck mal, da kommst du doch dran, Edward. Meine Güte. Ein bisschen mehr Anstand. Ja, das hättest du schon geschafft, mein Freund. Was? Schlimmeres? Nichts Schlimmeres. Hier gibt es nichts Schlimmeres als Edward kennen wir als gegen sich zu haben. Wo ist die andere Truhe? Ist die nicht hier sogar in der Nähe? Die ist da hier vorne, ne? Vorne hinter der Ecke. Da ist er doch. So, ein Fragment hier nur. Ist unglaublich, ne? Cabo de Cruz. Ah, die ganzen Force. War auch eine halbe Arbeit, die alle mal irgendwie einzunehmen. Aber geht ja schon. Hier. Stufe 32. Ja gut, ich habe ja auch schon ein paar Stufe 60er Schiffe meiner, in meiner Flotte. Da ist doch ein kleines Vor hier, ja kein Problem mehr. Das hat überlebt, das ist echt unglaublich, ne? Jeder andere wäre tot und hätte sich zumindest hier alles gebrochen, ne? Aber er kann das, er schafft das. Yay! Captain on board! Captain, der größte Captain! Yay! Yeah. Ja, jubelt mir zu! Was ist dabei? Was ist denn hier los? Ich weiß, unser Mädchen kann segeln! Jetzt zeigt es! Ja, zeigt mir, wie gut ihr segeln könnt! Unglaublich, das erste Schiff haben wir quasi schon besiegt, das erste legendäre Schiff. Und da war ich jetzt echt ein bisschen erstaunt, dass wir das geschafft haben. Aber auch mal nicht, dass da noch so kleine Schiffe. Kleine Schiffe interessieren mich nicht mehr. Mich interessieren nur die großen Fische mit viel Metall. Denn ein bisschen, habt ihr gesehen, brauche ich noch. So ungefähr 600. Plus 400 für mein Steuerrad. Ich sag das immer wieder. Gut, dass du ausweichst. Hätte ich jetzt fast platt gefahren, mein Freund. War die Karibik wirklich so gut befahren mit so vielen Schiffen an jeder Ecke? Das ist ja ein riesiges Schiff. Nein, das will ich nicht. Das lohnt sich nicht mit dem, was das Schiff dabei hat. Lohnt sich wirklich nicht, um ein Kriegsschiff anzugreifen. Da lohnt sich halt nur für Sachen, die wir auch wirklich brauchen. Ein Kriegsschiff, die haben mittlerweile kaum noch eine Chance. Aber manchmal sollte man halt niemanden unterschätzen. Was bist du? Bist du kaputt? Lebst du noch? Ist kaputt, ne? Sieht zumindest sehr kaputt aus, das Schiff da vorne. So, du darfst ruhig mitkommen, mein Freund. Du möchtest Freiheit. Ja, Freiheit kannst du haben. Wir sind zwar nicht William Wallace, aber trotzdem, Freiheit gibt es bei uns zu Mars, denn wir sind ein freies Schiff. Gehören keiner ländlichen Flagge an, außer unserer eigenen. Der Jolly Roger, das ist die einzige Flagge, die wir die Treue geschworen haben. Captain Überbord! Captain Überbord! So, nicht in Kämpfe verwickeln lassen, das kriegen wir doch hin. Hi. Ah, warum mich das Vieh stört. Tut es mir leid für den Jaguar. Für den Ozelot sogar nur. Hier. Lege mal meine Arbeit für mich. Was ist hier los? Wo läufst du hin? Was? Näher dich versteckt? Aha, verstecken, ja, das wissen wir doch schon. Das wissen wir doch schon. Oh, guck mal hier. Da ist er, da ist er. Ja, keine Chance, ne?
seid zwar freie Männer, aber bringt sie alle um. So, wunderbar. Ich wurde gesehen. Von wem wurde ich denn gesehen? Hallo? Wer hat mich da gesehen? Ja, hier bin ich. Ja, komm mal gucken. Ihr seid zwar freie Männer, aber dieses Mal seid ihr zu weit gegangen. Ach, guck mal, ist ja praktisch. Synchronisieren und direkt mal ein Animus-Fragment. Alles an einer Stelle. Ist das nicht praktisch? Ich finde es sehr praktisch. Und wie praktisch ich das finde, zeige ich euch, indem ich durch das Fragment springe. Wie ein kleiner Fuchs. Oh, hier gibt es sogar eine Karte. Ist ja praktisch. Wie komme ich jetzt wieder hier rauf, indem ich hier raufklettere, ne? Halt nochmal den Weg hier gehen. Warum auch nicht, warum auch nicht. Sperrgebiet, bla bla bla. Ihr wisst doch, ich lasse mich von keinem Sperrgebiet davon abhalten, irgendwo hinzulatschen. Obwohl, ich kann eigentlich hier lang gehen, ne? Hallo? Intenta despistarnos. Lo tengo en mi línea de tiro. Du schießt auf mich? Das geht doch nicht, mein Freund. Schluss mit Schießen hier. Hat er das gesehen? Da schießt der einfach so auf mich und sagt, ja, ach komm. Der steht da so, den schießt mir einfach mal an. Ne? Ach, der hat eh nichts drauf, der hat eh nichts drauf. Den schießt mir einfach an. Jetzt habe ich echt wie viele Zettel der Weise einfach mal so ins Meer geschmissen. Hat es wie immer noch was finden. Unglaublich, oder? Teppich? Warum ist denn hier ein Teppich am Boden? Oder Vorhang oder was auch immer es ist. Auf jeden Fall ist es hier in der Nähe. Ein bisschen versteckt. Bestimmt nicht von den Piraten. Die haben die Truhe nicht dahin gestellt, glaube ich. Und auch nicht die Spanier, mit denen die kooperieren, wie es mir scheint. Ja, die wohl auch nicht. Ja, die haben es wahrscheinlich nicht gefunden. Und der hier bewacht seine Truhe. Noch in den Tod hinein. Hat sich einfach mal hingesetzt. Ja, ich setze auch mal gerne an so Ecken hin und dann warte ich auf den Tod. Meine Truhe, ne? Die Truhe, Reichtum bringt einem ja so viel nicht dann. In bestimmten Situationen. Was? Du hast mich. Wie hat der mich jetzt gesehen? Spanisches Schiff ist? Da ist sogar noch einer rum, ne? Und ein riesiges Schiff im Hintergrund. Ich glaube, das ist wieder ein Kriegsschiff, ne? Das tut doch so weh. Mann, wie der hier liegt. Hat immer ein bisschen schlafen gelegt, ne? Schatzkistkarte. Oh. Maya-Tempel. Sehr interessant. Müsste eigentlich ein Kriegsschiff sein, ne? Das ist eine Fregatte, das ist ein Kriegsschiff. Sollten wir uns vielleicht gleich mal merken, dann werden wir das noch schnell entern. Aber erstmal sammeln wir natürlich alle Sachen ein. Außer es hat wieder das Kriegsschiff von eben, das halt die Sachen dabei hat, die wir nicht wirklich brauchen. Dann soll es mir auch egal sein. Boah, jetzt hier hinten irgendwie. Na gut, ist ja auf dem Weg zu unserem Schiff, da ist er schon okay. Okay. Ich dachte, warum macht der denn jetzt das? Kleiner Mann, warum tust du das? Edward. Aber ihr seht schon, Edward weiß immer, was er tut und macht immer das, was er gerne möchte, wann er es möchte und wie er es möchte. Wie sich das für einen waschechten kleinen Piraten gehört. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Was haben wir denn hier? Na, na, ohoho.
Wieder ein Brief von unserem geliebten Weisen, den wir nicht wirklich lieben, weil er uns auf die Nerven geht und immer vor uns wegläuft und auch sowieso Sachen tut, die wir nicht wissen, warum er sie tut. Aber er tut sie einfach, der Weise. Ein weiterer schockierender Tagtraum. Hier enthüllige ich einen weiteren Tagtraum. Ich selbst und eine Frau. Geliebter, sagte sie. Ihre Stimme klang so intim und vertraut. Unsere Kameraden verschwören sich gegen uns. Sie wanken und seufzen, ergeben sich ihren Schicksale, lassen die Menschheit gewähren. Doch es gibt noch Hoffnung für uns. Es gibt eine Möglichkeit, unsere Leiber an die erfrorene Welt, die vergiftete Atmosphäre und den Krieg an sich zu gewöhnen. Wirst du mir beistehen? Wirst du dich fügen? Und hier vernahm ich meine eigene Stimme antworten. Ja, Geliebte, was soll ich tun? Übertragung, sagte sie. Die Verbringung unseres Verstandes aus dieser alten Leiber in eine neue Form. In mechanische Leiber vielleicht oder in unsere Instrumente oder in Menschen. Kurz gesagt, ich glaube, es gäbe einen Weg, all unser Wissen und unsere Wesen in eine andere Form zu zwingen. Auf jene Weise könnten wir das nahende Desastrum überstehen und miterleben, wie unser Volk wieder die Erde bevölkert und von jenen zurückerobert, denen wir sie närrisch überlassen haben. Übertragung, sagte ich laut, unser Verstand in ein neues Gefäß. Eine gefährliche Aussicht, jedoch eine vernünftige. Ja, sagte sie. Und wer könnte diesen Schritt besser tun als mein geliebter Ehemann mit seinem unvergleichlichen Verstand? Seine unerreichten Konstitutionen, Architekt des Observatoriums, Hüter der Eden-Instrument oder Eden-Apfel kennen wir ja noch, und der hellste Stern unserer Zivilisation. Wenn du nicht in der Lage bist, diesen Schritt zu tun, dann vielleicht niemand. Und hier entgegnete ich, ich werde es für dich tun, Geliebte, für uns und unser Volk. Tja, ich glaube, wir haben es hier mit einer höheren Form zu tun. Bug? Delfin hier direkt in die Insel reingeschwommen? Sah sehr seltsam aus. Na gut. Unter Wasser tauchen, also wieder. Oh, wir schwimmen einfach mal so mit Delfinen, ist das nicht geil. Huhu. So, bin ich jetzt für ein Meer? Kann ich die jetzt anvisieren? Wo war denn das Schiff? Ist denn das Süden? War das nicht gerade hier irgendwo? Ist weg. Ist weg. Dann ist es weg. Dann soll es mich nicht stören. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Sparen wir uns die weite Reise. Reise, Reise, Seemann Reigen. Jeder tut's auf seine Weise. So, was sagt er die Zeit? Die Zeit sagt, ich springe hier runter und ich gehe noch ganz schnell zum Assassinenauftrag. Vielleicht ist das ja auch wieder auf einer Insel, wo wir schon waren. Das wäre natürlich super. Würde die Zeit natürlich ein bisschen sparen. Oder ein bisschen verkürzen für uns. Und dann könnte man das in der letzten verbliebenen Zeit für diese Folge vielleicht sogar noch schaffen. Interagieren, nennst du dich da dran lehnen? Auch sehr nett, ne? Wir haben ein besonders grausames Sklavenhändernetz zwischen Afrika und der Karibik entdeckt. Der Mann, der sich von diesen Schuckereien am meisten profitiert, soll sich auf einer nahen Insel aufhalten. Er muss sterben. So, das klingt aber wieder nach einer kleinen Schifffahrt. Guck mal, hier waren wir sogar schon. Hier waren wir sogar schon. Dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Typ niemals entfliehen kann. Hahaha. Suchen Sie den südlichen Teil der Welt auf, um mächtigere Schiffe zu erlangen. Ja, wissen wir. Da hinten ist das Ziel irgendwo auf der anderen Seite von uns. So, machen wir ein bisschen Krawall hier. Na du, kommst du mal vorbei? Hm? Ja, was denn? Hallo? Guck mal, da ist
noch einer. Hallo? Juhu. So, der kommt jetzt auch mal bei uns hier rein. Das ist sehr gut. Dann kann der Kapitän, nämlich mal der Kapitän bleiben sein. Locken die alle an, indem sie uns wie sie sehen lassen. Gefährlich, aber es funktioniert, wie ihr seht. Und da haben wir es doch geschafft. Klar, wir haben den Auftrag ausgeführt. Er ist tot. What gain is in flames? Ja, frage mich auch. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das ist unser Schiff. Ich würde sagen, das nächste Mal begeben wir uns einfach mal wieder Richtung See. Machen die nächste Mission jetzt wirklich mal. Es hat jetzt wirklich lange genug gedauert, dass wir die Mission gemacht haben. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, das nächste Mal versprochen, heilig. Drei Indianer-Ehrenwortzeichen hintereinander, dass wir eine neue Mission machen. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao. Oh, do me Johnny Bunker, we're all for better weather. Do me Johnny Bunker, do. Oh, do me Johnny Bunker, and soon we'll be in London town. Do me Johnny Bunker, do.